Ja, und man fragt sich natürlich, diese Sondierungen, die gehen seit der Niedersachsenwahl Mitte Oktober. Inzwischen sind wir über Mitte November. Warum noch weiter gebraucht wird, wo da der Teufel im Detail steckt. Er scheint im Detail zu stecken. Und es hat sich ja herauskristallisiert, dass neben der Steuerpolitik vor allem zwei Fragen diejenigen sind, die strittig sind. Das eine ist innerhalb des Bereiches der Einwanderungspolitik, in dem es offenbar doch ziemlich eindeutig scheint, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsgesetz bekommen wird. Innerhalb dieses Bereiches ist strittig der Familiennachzug der Flüchtlinge, derjenigen jedenfalls, die das wünschen. Das ist das eine große Kernthema. Und das andere Kernthema ist eben einfach innerhalb des Bereiches der Umweltpolitik. Der Klimaschutz, der sich ja weitgehend konstelliert hat, auf der einen Seite an der Abschaltung der Kohlekraftwerke und auf der anderen Seite stehen da eben auch verkehrspolitische Forderungen auf dem Tableau. In diesen beiden Bereichen ist die FDP näher an der Union als an den Grünen. Die Grünen scheinen sowohl bei dem Familiennachzug als auch eben in der Klimapolitik weitgehend alleine zu stehen innerhalb dieser Viererkonstellation. Und deshalb ist auch jetzt die Frage an meine Kollegin Jeanette Clark ein paar Meter weiter hier in der Parteizentrale der Grünen. Wie geht es da? Wie steht es da? Bitte, Jeanette. Ja, guten Morgen. Vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen, wo ich hier stehe, da ist es vor allem noch sehr ruhig, denn die Gremien der Grünen, die sind ebenfalls abgesagt. Hier hinter mir sollte heute Vormittag eventuell der Parteirat tagen, der Parteivorstand der Grünen. Wie gesagt, das findet nicht statt. Die Spitzengrünen, das konnte man zumindest dem Twitter-Account von Michael Kellner, dem politischen Geschäftsführer, entnehmen. Die sind erstmal für ein paar Stunden schlafen gegangen, bevor sie dann eben auch, wenn die Sondierungsgespräche im Konrad-Adenauer-Haus dann weitergehen, dorthin gehen werden. Ob eine Fraktionssitzung der Grünen stattfindet, das steht im Moment noch nicht ganz fest. Das war auch angedacht zumindest. Zu besprechen gäbe es natürlich doch bei den Grünen einiges. Denn die Grünen haben ja noch mehr als die anderen Beteiligten bei der Jamaika-Sondierung eine intensive Rückkopplung immer in die Partei, in die Fraktion. Also wenn man in der Fraktion heute Mittag wirklich zusammen käme, würde sicher der große Brocken, der härteste Knackpunkt in diesen Verhandlungen mit zum Stichwort Familiennachzug, das würde sicher eine Rolle spielen. Beim Familiennachzug ist es so, dass das von Beginn an für die Grünen ein Kernpunkt war, ein Knackpunkt. Es war klar, man wollte, dass der Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus nicht weiter ausgesetzt bleibt. Die Grünen-Fraktion übrigens, die hatte wirklich, als das Ganze mit dem Asylpaket 2 Anfang 2016 eingeführt wurde, geschlossen dagegen gestimmt. Und seitdem laufen die Grünen Sturm gegen diese Aussetzung des Familiennachzuges. Also wenn man in der Fraktion zusammenkäme, könnte man auch darüber sprechen, dass in diesem ersten Ergebnispapier, was ja vorlag zu den Sondierungen, die FDP beispielsweise eine Art Kompromissvorschlag für das Thema gemacht hatte. Die FDP beispielsweise hat gesagt, man könnte den Familiennachzug ja beispielsweise so regeln, dass man zum einen eine Härtefallregelung vorsieht. Die gibt es zwar bislang, aber die könnte ja noch ausgeweitet werden und dass beispielsweise auch Flüchtlinge mit dem geringeren Schutzstatus dann ihre Familien nachholen könnten, wenn sie beispielsweise nicht auf staatliche Leistungen angewiesen wären. Ob das ein möglicher Kompromiss wäre? Na gut, heute Nacht konnte man sich darauf augenscheinlich ja nicht einigen. Die Grünen, die beharren wirklich auf diese rote Linie des Familiennachzuges. Ja, die Verfasstheit, die Stimmung in der Partei, wie gesagt, da konnte man heute Morgen noch nicht so viel hören. Wir wollen Ihnen aber mal zeigen, was Katrin Göring-Eckardt, die grüne Fraktionschefin, über Twitter verbreitet hat. Das haben die Kollegen im Bild eingefangen. Die Wählerinnen und Wähler haben uns eine Konstellation beschert, von der wir am Anfang schon wussten, vor 4 Wochen und einem Tag, ich glaube, da war das erste Gespräch, dass sie eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst und dass sie wahnsinnig schwierig ist. Das ist immer noch so, auch nach dieser Nacht. Und deswegen werden wir jetzt morgen weiterreden und schauen, wie weit es geht. Wir haben gesagt, wir bleiben dabei, wir sind bereit zu sprechen und hoffen, dass es ein Ergebnis gibt. Es kann immer noch sein, es gibt kein Ergebnis.
unser Bemühen bleibt, unsere Kompromissbereitschaft bleibt und unsere Leidenschaft und unser Kampf und unser Engagement für unsere Themen bleibt auch. Katrin Göring-Eckardt, also die Kompromissbereitschaft der Grünen, die bliebe bestehen, sagt sie. Nun gab es nicht nur inhaltlich heute nach der schweren Auseinandersetzung zu den verschiedenen Themen, sondern auch atmosphärische Störungen beispielsweise, vor allem zwischen CSU und Grünen. Da wurde dem politischen Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, vorgeworfen, dass er angeblich Falschmeldungen gestreut habe heute in der Nacht über eine mangelnde Geschlossenheit der CSU. Das wiederum hat CSU-Chef Horst Seehofer vehement von sich geworfen und hat dann wohl auch mit Katrin Göring-Eckardt noch einmal das Gespräch gesucht. Und die sagte, das sei nicht in ihrem Sinne gewesen. Aber diese gegenseitigen Vorwürfe, die haben sich in der Tat über alle Phasen der Sondierungen hindurch gezogen, dass man sich gegenseitig Blockade vorgeworfen hat, dass man sich gegenseitig mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen hat. Also das wird sicher jetzt auch am Wochenende weiterhin genau der Punkt bleiben, wie es zwischen Grünen und der CSU weitergeht. Die CSU-Landesgruppe, die wird sich heute Vormittag auch zusammenfinden und dort steht mein Kollege Alexander Kehle. Ja, die CSU-Landesgruppe wird in der Tat, jedenfalls Stand kurz nach 9 heute Morgen, tagen hier hinter mir im Fraktionssaal um 10 Uhr, 10 bis 12 Uhr. Also diese Gremiensitzung der Fraktion wird auch wegen des Verschiebens der Sondierungsgespräche nicht abgesagt, jedenfalls Stand bisher. Ja, was Jeanette Clark gerade angesprochen hat, das hat natürlich bei der CSU gestern Nacht für helle Aufregung gesorgt. Die Äußerung, es gäbe einen Machtkampf zwischen Horst Seehofer und Alexander Dobrindt in der Frage, ob man kompromissbereit ist, was den Familiennachzug in der Flüchtlingsfrage angeht. Oder nicht. Die CSU hat sich darüber empört. Der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat dann ein Twitter losgeschickt. Die CSU, die stünde mega geschlossen zusammen und wie ein monolithischer Block. Das hat natürlich die Kompromissbereitschaft der CSU-Unterhändler nicht gerade befördert. Horst Seehofer hat auch noch mal bedeutet, dass an die Adresse von Michael Kellner passiert bitte nur einmal während dieser Sondierungsgespräche. Also da ist die Atmosphäre ziemlich vergiftet und dieses Thema wird natürlich hier auch eine Rolle in der Sitzung der CSU-Landesgruppe spielen, also aller CSU-Bundestagsabgeordneter, aller neu gewählter CSU-Bundestagsabgeordneter von 10 bis 12 Uhr. Ob es da zu irgendwelchen Ergebnissen kommt oder irgendwelche Verlautbarungen bekannt werden, muss man abwarten. Es ist vielleicht anzunehmen, dass der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der ja eher den Hardliner in den Sondierungsgesprächen gibt, entweder sich seinen harten Kurs bestätigen lässt oder aber mögliche Kompromisslinien aufzeigt, die dann die CSU-Landesgruppenmitglieder ja zur Kenntnis nehmen, möglicherweise abnicken oder auch dann eben ihre Position dazu von sich geben, um die Position der CSU jetzt für die weiteren Sondierungsgespräche festzulegen. Alexander Dobrindt hat ja vor einigen Tagen eine doch recht überraschende Äußerung getan. Die CSU hätte ja schon längst einen Kompromiss in der Flüchtlingsfrage eingegangen. Allerdings war das der Kompromiss mit der CDU über die Obergrenze. Das bindet natürlich weder die FDP noch die Grünen. Also da muss sich die CSU auch bewegen. Wenn sie sich nicht bewegt, dann stehen diese Sondierungsgespräche wirklich vor dem Scheitern. Es gab heute Nacht noch einen anderen kurzen Aufreger als Jürgen Trittin. Möglicherweise, weil ihn die Streitereien und die Verhakung und die Blockade bei den Gesprächen genervt hat, einen Tweet losgelassen hat mit einem Link auf den großen Hit des amerikanischen Popsängers Jimmy Cliff. Say harder, say come, say harder, say fall. Das heißt auf Deutsch, je härter sie sich gebärden, desto härter werden sie fallen. Das war offensichtlich auf die CSU gemünzt, die das auch sofort so verstanden hat und sich auch gegen diesen Tweet sofort zur Wehr gesetzt hat. Also wir sind vielleicht auch bei den Sondierungsgesprächen schon im Bereich psychologische Kriegsführung. Das ist allerdings ein Bereich, den die CSU auch ganz gut kann. Man muss wirklich abwarten, was in dieser Landesgruppensitzung jetzt besprochen wird, was auch zwischen Alexander Dobrindt und Horst Seehofer noch abgesprochen wird. Michael Kellner, wie gesagt, hat ja behauptet, da gäbe es einen Machtkampf um eine Kompromiss- oder eine Nicht-Kompromiss-Position. Das ist alles sehr, sehr undurchsichtig und das passt natürlich auch in diese
unübersichtliche Gemengelage insgesamt in den Sondierungsgesprächen. Da geht es ja übrigens nicht nur, wir haben es ja jetzt in den Schalten vorher auch schon gehört, nicht nur um die Flüchtlingsfrage, auch um Finanzen, auch um Klimaschutz. Auch da sind manche Fragen noch offen. Es wird auch wieder moniert, dass bereits beschlossene Pakete wieder aufgeschnürt werden, offenbar um an einer anderen Stelle einen Kompromiss zu erzwingen. All das lässt nichts Gutes ahnen für die nächsten Stunden. Die CSU lebt jetzt mit dem Ruch, quasi hier immer hartleibig zu sein und die Gespräche in ihrem Erfolg zu gefährden. Das weist die CSU natürlich zurück. Sie verweist auf ihre unverrückbaren, unverhandelbaren Positionen. Die haben die Grünen ja auch. Es liegt wohl an diesen beiden Parteien, ob es mit Jamaika noch etwas wird, dass sie aufeinander zugehen, Kompromisse zeigen. Die letzte Nacht hat gezeigt, dass sie dazu im Moment zumindest nicht bereit sind. Ob die Zeit da solche Wunden heilt und Kompromisse auch der Zeitdruck Kompromisse fördert, das werden wir sehen. Soweit das erste jetzt hier oder die erste Stellungnahme, die erste Position, die ersten Äußerungen zur CSU-Landesgruppe, die gleich hier tagt. Zurück zu Michael Saar ins Studio nach Bonn.